mit Reis, aber der erneute Ballverlust, Wahnsinn. Ransdorf, Jeboah, Königsdorf mit dem Fehlpass. Artig jetzt 30 Meter vor Tor, steckt durch, rechts auf Elankuri, der mit einer guten Abschlusschance und mit dem 1-0 für die Gäste. 11. Spielminute, Stecker, Artig, Tor, Elankuri, der frühe Schock. Aber letztendlich ist es unsere eigene Schuld. Wir haben erste Halbzeit einfach schlecht gespielt, also keine Ahnung, was mit uns los war. Und dann geraten wir halt in Rückstand und... Ja, meine ersten Gedanken sind, dass es nicht sein darf, dass wir zu Hause 3 Gegentore bekommen. Ich glaube, das weiß auch jeder von uns. Die erste Halbzeit war auch überhaupt nicht gut. Viel zu viele leichte Fehler. Das darf uns nicht nochmal passieren diese Saison. Auf der rechten Seite lässt sich nicht ins Bockhorn jagen. Schön da abgelegt mit der Hacke auf Piccini. Artig, Tor. Klasse gespielt von Magdeburg. Ich habe ein bisschen zu ungenau. Robert Glatzel kann die Kugel nicht behaupten. Gutes Zweikampfverhalten jetzt von Miro Muheim. Und dann Glatzel aus 18 Metern mit der Abschlusschance. Legt aber nochmal quer auf Benesch. Alles sehr eng, sehr gut rausgespielt jetzt. Ludo mit Reis, halb rechts in der Box. Guter Ball in die Mitte. Tor für den HSV. Ransford, Jeboah, Königsdörfer. 1-2. Genau das haben wir gebraucht. Steckpass. Oh, Möglichkeit. Was war ein Freifraum? Ja! Yeah! Tor! Oder war es auch wieder Königsdörfer? Egal! Ball ist drin. Magdeburg legt sich das Ding selber rein. Er gibt das Tor nicht. Ja, also letztendlich genau, warum es aberkannt wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich war noch am Ball auf jeden Fall. Vielleicht wegen Handspiel. Ich war, keine Ahnung, meine Schulter, mein Ellbogen war an meinem Körper und dabei ist dann ins Tor gegangen. Aber warum er jetzt nicht gegeben wurde, weiß ich nicht. Vielleicht tun wir gerade nicht genug dafür, dass wir auch einfach mal ein Quäntchen Glück hätte wahrscheinlich heute gereicht, wenn das Tor schon zählt zum 2-2. Benesch jetzt könnte rechts rausspielen, macht das, guter tiefer Ball. Sonny Kittel, der ins Zentrum, völlig frei, Amici, vorbei. Wahnsinn. Auf und davon, Rempicki und dann Glanzparade von Heuer Fernandes. 100%ige Chance auch auf der Gegenseite, hier alles klar zu machen. Für die Magdeburger immer noch im Spiel. Und dann ist es passiert. Riegmann, den zweiten Ball machen sie rein. Alle rennen sie jetzt die ganze Bank auf den Platz. Ecke kurz gespielt. Kommt rein, Tor! Tor! Für Sanne! Das gibt's doch gar nicht. Paar Sekunden im Spiel. Erstes Spiel, kaum drin. Ecke kurz gespielt. Benesch hebt den Kopf, bringt ihn rein. Und Sanne hält den Kopf rein. Vier Chancen wird es nicht mehr geben. Ball jetzt noch einmal reingeflankt. Marin Junge, Ball kommt auf der Linie gerettet. Das gibt's doch gar nicht. Noch einmal, Tom Sanne bringt den Ball rein. Tor, ja, Tor, nein, Latte, Latte, an die Latte, unfassbar. Ich glaube, man hat gemerkt, was mit unseren Fans hier, was wir für eine Wucht entfachen können, hat halt nicht mehr gereicht. Ich glaube aber auch, dass es ein Unentschieden heute zu wenig für uns gewesen wäre. Jetzt heißt es, nächste Woche besser machen. Es ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend, unsere beste Phase. Wir spielen uns Torchance um Torchance, aber der Ball will dann irgendwie auch am Ende nicht mehr rein. Jetzt sind wir seit 4 Spielen ohne Sieg. Das passt irgendwie so ein bisschen gerade, oder? Ja, wir haben einfach kein Glück. Aber wie schon gesagt am Anfang, das ist unsere eigene Schuld. Wenn wir von Anfang an konsequent spielen, dann passiert sowas nicht. Und dann müssen wir hier gar nicht von 4 Niederlagen hintereinander jetzt reden oder so. Dann, ja, keine Ahnung. Wir spielen nächstes Wochenende gegen den SC Paderborn, in Paderborn, beim direkten Konkurrenten. Ist das jetzt genau das richtige Spiel, um den Turnaround zu schaffen? Ich hoffe, also jeder weiß, dass es ein Topspiel ist. Jeder ist, denke ich, heiß von uns, aber wir müssen auf jeden Fall jetzt den Turnaround schaffen, weil es kann nicht sein, dass wir jetzt, wie du selbst sagst, 4 Spiele ohne einen Sieg jetzt hier in neuen Monat, ins Wochenende, keine Ahnung, gehen und ja, wir können uns ja nichts davon kaufen letztendlich. Ja, 100%. Wir werden alles, jeder wird Gas geben unter der Woche, versuchen viel besser zu spielen am Wochenende und ja, da wollen wir besser spielen als heute.